Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der erste Tag von der One Week With Me, die ihr euch alle sehr gewünscht habt, aber auch zu einem sehr guten Anlass. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, ob ich euch eine Woche mitnehmen soll, wenn wir ins Watt mit den Ponys fahren. Und wir fahren jetzt los und deswegen nehme ich euch heute auch direkt mit, weil ihr das euch so gewünscht hattet. Und ich glaube, dass es auch echt eine coole Gelegenheit ist, wenn wir jetzt ins Watt fahren, für eine Woche dann jeden Tag mitzufilmen. Und ich nehme euch dann einfach den ganzen Tag jetzt mit, also bei der Reise. Wir fahren jetzt gleich los und dann die Ankunft und... keine Ahnung, was wir dann noch machen, wenn wir angekommen sind. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir sitzen jetzt gerade schon im Auto und ich zeige euch mal, was wir alles dabei haben. Wir haben alles komplett vollgepackt. Hier die ganze Rückbank, weil ja, wir für die Pferde mit haben und für uns. Und dann noch, wie man sieht, habe ich den Roller dabei. Und ja, wir haben Futter dabei, das Wasser auch für die Pferde in so einem Eimer mit, damit wir gleich alles für die Fahrt haben. Wir fahren jetzt auch noch eben zum Bäcker, dass wir auch noch was haben. Ja, und dann holen wir die Pferde halt gleich erst und wir fahren 4 Stunden oder so, ne? Ja. Eigentlich nur 2, aber weil wir halt den Anhänger, wir sind 2,5, aber weil wir halt den Anhänger dran haben, dauert es natürlich alles etwas länger. Ich würde euch jetzt gleich auf der Fahrt auch noch ein bisschen mitnehmen und dann immer ein Update machen, wie es so aussieht und genau. So, auf geht's, da ist der Valley schon und wir fühlen jetzt gerade rüber. Mom ist da vorne auch mit Heinz und da ist der Anhänger. Ich wundere, ich filme jetzt gerade mit meinem Handy, weil ich die Kamera gerade im Auto liegen lassen habe. Mit so Weitwinkel probiere ich mal was Neues aus. Ja, Valley ist höchst motiviert, er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Hier ist der Anhänger, den haben wir schon schön gemacht. Da ist auch ein Heunetz drin. Und wie gesagt, wir haben auch Wasser dabei, also die Ponys sind gut versorgt. Und wie gesagt, wir werden dann auch mal zwischendurch nochmal schauen, ob alles gut ist. Und ich werde euch aber auch mitnehmen. So, wir sind jetzt im Hänger. Die beiden sind schon ganz gut drauf gegangen. Wir haben ja hier ein großes Heunetz für die Fahrt. Und dann geht es jetzt sofort los. So, wir sind schon unterwegs, also jetzt schon ein paar Stündchen. Und wir haben jetzt noch 2 Stunden vor uns. Ja, wir haben es jetzt 11:30 und um 13:30 kommen wir an. Und die Pferdchen sind hinten im Anhänger, wie ihr eben schon gesehen habt. Die sind noch ganz ruhig. Wir haben jetzt eine Pause gemacht, aber ja. Bis jetzt ist auf jeden Fall alles supi und ja, ich werde mich danach nochmal bei euch melden und ja, wir fahren jetzt erstmal weiter. So, wir sind jetzt bald da, es ist da schon 13:30, aber ja, wir haben uns jetzt doch noch etwas verspätet, sage ich mal so. Die Zeit ist noch ein bisschen länger geworden, da wir ja, wie gesagt, nicht so schnell fahren mit dem Anhänger. Und wir sind jetzt um 13:50 da, also in 20 Minuten dann. Und schaut mal, man kann schon langsam das Ziel sehen. Hier seht ihr auch schon das Ziel da oben. Und man sieht halt auch, das finde ich richtig cool, dass wir anscheinend sehr, sehr nah am Wasser sind, weil ja, da halt sofort das Wasser beginnt. Und ich bin gespannt, wie es dann gleich wirklich aussieht. Und das zeige ich euch dann. Wir sind jetzt gerade angekommen und ich bin hier auch gerade bei den Boxen. Die beiden sind auch schon eingezogen. Valley! Hallo Schatzi! Hallöchen! Hier so ein Ausblick und direkt neben ihm ist sein Freund der Heinz. Heinz! Hallo! Valley ist so süß da vorne. Ja, sehr, sehr schön. Und die haben jetzt auch schon Futter und fressen auch schon, fühlen sich, glaube ich, ganz wohl. Und wir werden jetzt auch erstmal gleich in unsere Wohnung gehen und alles hier einrichten, auch für die Pferde. Genau, die beiden schnuppern sich da. Wir sind jetzt gerade angekommen und ich zeige euch jetzt mal unser kleines Haus, unsere Wohnung, um genau zu sein. Hier ist so ein kleiner Eingang, keine Ahnung. Und hier sind auch so Dachfenster und der Ausblick ist mega schön, zeige ich euch gleich. Und von diesem Bereich geht es dann hier schon in den ersten Raum. Da werde ich wahrscheinlich schlafen. Ja, ist so ein richtig witziger kleiner Raum unter so einem Dach, also in der Dachschräge. Finde ich ganz cool. Dann ist hier ein kleines Badezimmer. Sieht so aus. So, und dann ist hier so ein Schrank. Und Kleiderhaken. Und dann haben wir hier so die größte Fläche. Hier ist nämlich so ein Wohnzimmer halt. Und auch so eine Küche. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was hier reingestellt. Aber finde ich auch ganz schön. Ja, ich finde es halt ganz schön, dass es so hell ist auch. Und ja, wie man sieht, ein paar Sachen haben wir hier jetzt schon hingetan. Und hier ist dann halt so ein kleines Wohnzimmerchen. Und hier ist dann ein Balkon. Der ist jetzt relativ klein, aber der Ausblick ist so schön. Schaut euch diesen Ausblick mal an. Mega, mega schön. Und dann, haben wir gerade schon gesehen, ist hier so eine Treppe hoch. Und hier ist dann auch nochmal ein Schlafzimmer. Hier schlafen halt meine Eltern. Da ist zwar noch ein kleines Bett, aber das benutzen wir jetzt nicht. Ja, und so sieht sie dann auch aus. Und ich finde es auch echt schön. Und genau, das ist jetzt unsere Wohnung. Von den Ponys, den Aufenthalt, das habt ihr ja schon gesehen.
So, wir sind jetzt wieder im Stall. Bellybär. Der ist hier schon am Träumen. Aber gleich geht's nochmal los. Wir machen nämlich jetzt gleich einen Ritt ins Watt. Und ich bin mega gespannt. Ich war ja noch nie mit ihm im Watt. Allgemein noch nie mit einem Pferd. Aber ja, mit Belly auch noch nicht. Ich denke, er war auch noch nie dort. Das sehen wir dann gleich, wie er reagiert. Ich habe gerade schon alle Sachen rübergeholt aus dem Auto. Und dann mache ich den Düsen gleich mal fertig. So, wir sitzen schon auf den Pferdchen, also auf den Ponys. Da ist der Valley und wir reiten jetzt hier erst so ein Stück durch so ein kleines Wohngebiet, damit wir halt zum Strand kommen, aber ist auch nur ganz kurz. Wir sind ganz schnell am Strand, richtig cool. Und ich bin super gespannt, wie Valley dann gleich reagiert. Aber freue mich auch total. Und wir sind dann gleich schon am Strand, man kann ihn schon fast sehen. Wir sind nämlich jetzt da vorne am Strand. Und ja, es ist schon ein ordentlicher Wind. Wir sind jetzt auch relativ spät noch am Reiten, deswegen ist es auch ein bisschen kühler geworden, aber das Wetter ist eigentlich noch super. Guck mal, versteht mich überhaupt. Hier sind ja auch schon die Boote. Und da vorne das Wasser. Hold me down for the count. I was on 99 all the time. Shattered soul, you took control. But now I'm gone, bye bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cruel. It's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running. Das war echt ein mega, mega schöner Ritt im Watt. Also ich war jetzt erstmal im Watt und das war echt mega. Und dann auch noch mit dem Licht, also so ungefähr im Sonnenuntergang sind wir ja schon fast geritten. Und das Wetter passte halt auch noch, also es war echt sehr, sehr cool. Ihr seht ja jetzt hier auch gerade noch ein Bild vom Himmel. Das war von unserem Zimmer aus, habe ich das gemacht eben, weil es einfach so schön aussieht. Ich schneide jetzt noch das Video für euch und dann beginnt auch morgen schon ein neuer Tag, wo ich euch wieder mitnehme. Ja, war mega schön, ich freue mich auf die nächsten Tage. Und ich glaube, den Ponys hat das auch richtig Spaß gemacht. Am Anfang waren die noch echt skeptisch, weil die es halt gar nicht kannten, dieser ganzen Weite auch. Und da waren auch viele Menschen mit Drachen oder sowas. Aber das haben sie sich dann angeschaut und da ging das auch. Und die sind dann echt richtig lieb gewesen. Und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Tage und beende dann jetzt hier an dieser Stelle das Video.